Schönen guten Tag, Herr Marstadt. Wir sind Kraftklub aus Chemnitz. Ihr glaubt gar nicht, wie gut es tut,
in so viele nette Gesichter zu schauen. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Das nächste Lied handelt quasi auch von Chemnitz. Dicker, bei dir läuft Blut aus der Nase, aus der Visage, direkt auf die Straße. Zu viel geflogen, zu viel gezogen. Guck die Probleme so klein von hier oben. MDMA, Amphetamin. Ich hab gehört, so machen das die Leute in Berlin. Ich hab seit Tagen nicht geschlafen. Bin ich verliebt oder kommt das Herz rasend? Vielleicht doch vom vielen Speed. Die Platte voller Blei, egal, ab in die Bong. Ich knall mir alles rein, was mir in die Finger kommt. Ich bin 10 Meter gewachsen, die Welt wird zu Lego. Die Stadt ist zu klein für mich und mein Ego. Und keine Nacht für niemand. Und keine Nacht für mich. Denn ich bin immer noch wach und warte noch. Wenn die Sonne untergeht, 30 Grad im Schatten, aber alles voller Schnee. Ich muss mit dir reden, auch wenn du mich nicht verstehst. Weißt du vielleicht, ob irgendwo nach After Hour geht? Ich häng Savant ab, die Schaber da hart. Ein bitterer Geschmack läuft den Rachen hinab. Was geht ab? Die Pillen machen wach. Die ganze Stadt trägt Sonnenbrille in der Nacht. Und es geht mir gut, wenn du mich suchst. Ich bin auf Entzug oder unterm Zug. Ich tanze seit Stunden. Ich tanze allein, aber warte, Mann, gleich setzt die Bassline ein. Ohne Scheiß. Es bedeutet uns unfassbar viel, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in Chemnitz! Und ich weiß auch, es kommt vielleicht so ein bisschen albern rüber, weil jetzt hier so viele Leute auf dieser Demo stehen, aber es gibt auch Leute, die da im Stream zugucken und einfach, wenn man es nicht oft genug sagen kann, gerade wenn man ein Mikrofon in der Hand hat, gerade wenn man die Möglichkeit hat, vor Leuten zu sprechen, die es vielleicht noch schaffen zuzuhören, dann sollte man dieses Privileg auch nutzen, um sich auszusprechen.
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Faschismus und Homophobie und die verfickte AfD. Pistole nach oben! Und sonst nichts, nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauentausch oder Bauers und Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Mund weiß nicht, wenn er bellt. Ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keine Ziele mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Nur meine Reaktion, ob ich irgendwie verdammt. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin, Tag und Nacht. Du bist nicht enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen armen Schwein. Hey, wie wärst du mit den Leuten im Asylbewerber? Und deine Spanier hat hier alles. Ich hab schon lange angefangen, mich mit Dingen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nie. Ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werde ich irgendwann wie ihr. Egal, außer der Handyvertrag. Und ich mal alles schwarz. Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt. Und ich mal alles schwarz. Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar. Und ich mal alles schwarz. Die ganze Nacht wird auf mir voll Idioten bedient an der Bar für 7 Euro die Stunde. Aber Spaß! Ich schieße in die Luft. Und genau weil wir wissen, dass wir eben nicht mehr sind, genau deswegen ist es wichtig, Leute, die sich Faschos entgegenstellen, nicht zu kriminalisieren,
antifaschistische Arbeit ist wichtig. Und gerade hier braucht es solche Menschen. Das nächste Lied handelt von unseren kleinen Schwestern. Thank you.
Wisst ihr, es ist uns vollkommen klar, dass man mit einem Popkonzert an einem Montag nicht die Welt rettet. Wir sind nicht so naiv, dass wir glauben, dass alle Probleme gelöst sind, nur weil sich ein paar Leute zusammentreffen und hier Musik spielen. Das ist uns bewusst. Aber wir haben auch schon vor 2 Wochen in Chemnitz gewohnt. Und wir wohnen auch noch in Chemnitz, wenn die Kameras wieder weg sind. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass man sich nicht so allein fühlt. Und dass man nicht allein gelassen wird. Und dass Freundinnen und Freunde kommen, um einem zu helfen. Liebe geht raus an alle Leute, die hier auf dieser Bühne gestanden haben und noch stehen. Und Liebe geht raus an alle Leute, die hier vor der Bühne gekommen sind. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen, vielen Dank einfach. Dankeschön fürs Kommen. Wir waren Kraftklub. Viel Spaß noch. Dankeschön.